Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Yay, in diesem Part wird es einen Final Mix Inhalt geben. Es ist nur eine Cutscene. Keine Ahnung. Diese Cutscenes aus Final Mix haben ja keine Sprachausgabe. Das ist ein bisschen blöd. Also, ich werde mir was einfallen lassen. Wahrscheinlich werde ich es selbst synchronisieren. Das werden einige mit Augenrollen und denken, bla bla bla. Aber es ist besser als eine tote Stille und japanische Untertitel. Also, ich bitte euch. Dann werde ich halt selbst synchronisieren, wie das Ganze so laufen wird. Also Leute, auf zum Bahnhof, würde ich mal sagen. Der Bahnhof war aber in die Richtung. Das ist es ja. Warte mal, haben wir nicht nur neue Item? Nein. Ich wollte eigentlich auf Ability gucken. Aber Donald und Goofy nur. Überheilung. Belebt schnell einen Kaguro gegangenen Gefährten und stellt seine HP wieder her. Auf jeden Fall. Hallo. Dickschädel. Oh, Trotzkopf und Dickschädel. Ganz gut, aber für die Begleiter ist das nicht so notwendig. Das bedeutet, ich werde das ausrüsten, wenn ich genügend AP irgendwann mal besitze. Aber nicht jetzt. Falls sich jemand wundert, warum mein Aber gerade so abgeschlossen war. Ich habe einen Rülpser noch unterdrücken können, wenn ich das gesagt habe. Und weiter geht's. Oh, Einkaufspromenade. Promenade. Nicht Narbe. Ein bisschen höher. Es ist schön, durch die Gegend sliden zu können. Ach, ich liebe es. Die Rolle ist aber auch nicht schlecht. Und Cutscene! Hey! Sagt schon, woher kennt ihr denn Kairi? Kairi war wirklich hier? Ja, und sie sagte, sie würde dich suchen, Sora. Sag mir, wo sie ist. Tja. Was für eine romantische Geschichte. Wenn du hier bleibst, taucht Sora sicher auf. Ja, er sagte, er würde zurückkommen. Okay. Wieso hat das so lange gedauert, Kairi? Mir war klar, dass du hier auftauchen würdest. Das muss man dir lassen, Kairi. Ganz schön mutig von dir, einfach so in die Dunkelheit zu springen. Lass mich los! Loslassen! Immer diese Dunkelheit. Kairi. Glaubst du, das war Axel? Tut uns leid. Aber ihr könnt doch nichts dafür. Also kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Reicht schon, wenn ich das tue. Ich muss Kairi retten. Noch mal gut gegangen. Sora? Sora? Alles in Ordnung? Hä? Was? Thank you.
Was ist gerade passiert? Ein neuer Pfad liegt vor uns und Kairi und Rico erwarten uns irgendwo unterwegs. Dann beeilt euch lieber. Ihr kommt doch wieder. Ganz sicher. Ich habe es Sora gesagt. Ich habe ihm gesagt, er soll weiter Herzlose töten. Gut gemacht. Du hast ihn nicht nur verletzt, sondern auch sein Herz in Verwirrung gestürzt. Recht so. Das wird uns sehr viele Herzen bringen. Nun ist Sora verwirrt und wird zögern. In den Tiefen seiner Verwirrung wird er sogar beginnen, sich selbst zu hassen. Und bei dem Versuch, seine Verwirrung abzuschütteln, wird er weitermachen, sogar noch viel bestimmter als zuvor. Für unsere Zukunft. Eine Sache stört mich aber noch. Axel? Dieser mitfühlende Narr. Er folgt immer noch der Illusion einer Freundschaft, die er nicht fühlen kann. Und er glaubt immer noch wiedererlangen zu können, was er einst verloren hat. Gib ihm etwas, dessen er sich erbarmen kann. Damit hätten wir Twilight Town abgeschlossen und das Schlüsselschwert Sternentreue bekommen. Es ist ein sehr gutes Schlüsselschwert. Der König fort, keine Spur von Riku und Kairi ist jetzt auch wieder irgendwo. Sei nicht so traurig! Donald hat recht, weißt du? Du bist doch der Schlüssel, der alles verbindet. Dann ist das also alles meine Schuld. So war das nicht gemeint. Tu einfach, was du für richtig hältst, dann finden wir sie bestimmt. Margarita! Danke, ihr beiden. Oh nein! Hallo, Bestien! Es ist in Dunkelheit getaucht! Du hast recht, Chip! Nanu! Was da wohl los ist? Sora! Ihr seht besser gleich mal nach dem Rechten! Tja, ist keine schlechte Idee, glaube ich. Glaubt ihr? Ja, hier sind jetzt wohl mehr Herzlose. Kommt, wir sehen mal nach den anderen. Sie sind wohl wieder alle bei Merlin. Ja, da sind sie. Und da gehen wir jetzt auch schnell hin. Oh, beziehungsweise, wo kann man denn eigentlich abspeichern? Kann man hier irgendwo abspeichern? Nee. Also langsam wird es schon mal Zeit. Hier ist aber eine Cutscene. Oh, Cloud! Was machst du da? Ein für alle Mal. Diesmal beenden wir es. Ich und der andere, der die Dunkelheit in mir verkörpert. Also du verkörperst schon irgendwie genug Dunkelheit, Cloud. Wenn dem so ist, dann ist es seine Schuld. Wessen? Sephiroths. Gebt mir Bescheid, wenn ihr ihn seht. Machen wir. Wie sieht er aus? Er hat silbernes Haar und trägt ein langes Schwert. Alles klar. Also dann. Bis bald, Cloud. Seid vorsichtig. Er unterwandert eure Gedanken. Macht euch glauben, die Dunkelheit sei der einzige Weg. Stimmt etwas nicht?
Also... Alles in Ordnung. Hm? Ich will dich da nicht mit reinziehen. Du meinst, du willst mich nicht bei dir haben, wenn du wieder fortgehst? Ich... Hör zu. Selbst wenn ich fortgehen sollte, ich werde wiederkommen. Ganz sicher? Ja. Du wirkst nicht gerade überzeugt. Na gut. Ich verstehe dich. Geh. Geh und tu, was du tun musst. Hä? Wie weit weg du auch sein magst, sobald du das Licht in dir findest, führt es dich wieder nach Hause. Nicht wahr? Vermutlich. Ich bleibe also hier und bin in Gedanken bei dir. Ja, Cloud? Ja. Ich hoffe, er schafft es. Ganz bestimmt. Ich bin mir sicher, in ihm ist noch genug Licht. Du hast recht. Tja, Leute, ich würde mal sagen, ich verlasse die Welt einfach mal. Kann man das hier? Irgendwo die Welt verlassen und schnell mal abspeichern, ohne die nächste Cutscene gleich zu zeigen. Geht das? Nein? Fuck. Wieso sind die Speicherpunkte hier so, dass ich unbedingt auf die Cutscene zu muss? Nun, im Notfall werde ich den Part splitten, aber es hätte so gut gepasst. Schade, schade, schade. Also direkt auf die Cutscene zu und auf den Speicherpunkt zu, würde ich sagen, und dann kann es weitergehen. Beziehungsweise die Aufnahme kann dann erstmal stoppen. Nein, ich werde nicht gegen euch kämpfen. Ich metzle mich dann einfach im nächsten Part nochmal durch die ganze Runde. Jetzt müssen wir erstmal Zeit sparen. So. Leute, ihr kommt gerade rechtzeitig. Es gibt gute Nachrichten für euch. Also, schwingt euch mal rüber zu Leon. Was denn für Nachrichten? Wir haben den Computer gefunden, den Ansem benutzte. Wahnsinn! Das kannst du laut sagen. So solltet ihr jetzt allerlei Infos über die Herzlosen und die Organisation bekommen können. Und vielleicht sogar über das Reich der Dunkelheit? Sieht ja so aus, als ob Rico und Kairi sich dort befänden. Und der König wohl auch! Das überprüft ihr am besten selbst. Schaden kann's auf keinen Fall. Was meinst du damit? Ach nichts, geh einfach durch den Seiteneingang zum Computerraum. Und seid vorsichtig. Nein, ich bin nachsichtig. Also Leute, damit beende ich diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts 2. Bis dann.